Herzlich willkommen im Sportbootcenter Hannover zu einem weiteren Video von uns. Ich bin der Kalle, Inhaber und Geschäftsführer des Sportbootcenters Hannover. Und heute habe ich die Gelegenheit, euch zwei Schwesterschiffe vorzustellen, und zwar die 625 Pilot House und die 705 Pilot House. Kommen wir zu den technischen Daten. Die 625 Pilot House ist 6,38 Meter über die Gesamtlänge lang, hat eine Breite von 2,54 Meter. Das Leergewicht beträgt 1370 Kilogramm roundabout, ist für 6 Personen zugelassen und die Maximalmotorisierung sind 150 PS. Bei der 705 Pilot House haben wir folgende Daten. Das Boot ist 6,63 Meter lang, also marginal länger. Die Breite ist identisch mit 2,54 Meter. 1627 Kilo wird als Leergewicht angegeben, also auch hier etwa 300 Kilo mehr. Und das Boot ist für 7 Personen zugelassen. Als maximale Motorisierung haben wir hier 225 PS. Beide Boote verfügen über einen sehr hochgezogenen Rumpf, ausgezeichnete Rauwasserqualitäten durch ihren scharf aufgekimmten Kiel. Also auch höhere Wellen, fieses Wetter lassen diese beiden Boote überhaupt nicht in Bedrängnis kommen. Wenn man von außen auf die beiden Boote drauf schaut, sind die Unterschiede relativ marginal. Der etwas höher gezogene Freibord lässt erahnen, welches von beiden die 625 und welches die 705 ist. Für wen sind denn die beiden Boote am besten geeignet? Das ist eine gute Frage, Ralf. Ja, also das sind klassische Anglerboote. Sicherlich nicht das Boot für den Familienvater, der mit seiner Family in den Ferien zum Badeurlaub fahren möchte, sondern das sind klassische Angler-Arbeitsboote. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns hinten das Cockpit ansehen. Das ist eine sehr große, wir nennen es mal Arbeitsfläche für die Angler, die sehr viel Platz haben, sich zu bewegen, zu ackern mit ihren Angeln, Fische rauszuholen. Und somit sind es klassische Anglerboote. Dann gucken wir uns die mal an. Ja, gucken wir uns mal an. Genau, fangen wir an mit der 705? Nee, wir fahren mit der 625, aber wir fangen mit dem kleinen Modell. Ja, also wenn du mal auf die Heckbereiche, auf die Cockpits der beiden Boote schwenkst, wir haben hier auf der rechten Seite, das Boot im Vordergrund von euch, die zuschauen, haben wir die 625 und auf der linken Seite die 705 Pilot House. Und wie man so schon erkennen kann, ist, dass beide Boote relativ identisch sind in den Größen der Cockpits. Der Zugang zur 625 Pilot House geht über die Sitzbank, über die Lehnen hinüber. Das ist bei der 705 etwas komfortabler, etwas cooler gemacht. Hier hat man auf beiden Seiten freien Durchgang ins Boot. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt als aggressiven Nachteil benennen. Man könnte auch genauso gut sagen, der Vorteil bei der 625 ist in dem nach, dass man eine vernünftige Sitzbank hinten hat für 3, 4, 5 Personen, wenn man sich da ein bisschen zusammenrückt und da vernünftig und komfortabel sitzen kann. Also ich kann jetzt von hier hinten nicht wirklich sagen, besser, schlechter, schlechter, besser. Ja, ich habe mich jetzt schon mal in die 625 Pilot House hineingewuchtet. Ja. Mit fast 50 kann man das ruhig sagen. Ja, ja. Und kurz vorm Urlaub. Und kurz vorm Urlaub, ja, Gott sei Dank. Und was man beim ersten Blick hier hinten sieht, also es wirkt nicht nur groß von außen, sondern es ist auch echte Tanzfläche. Also ich würde es fast als Partyboot verwenden. Ja? Hier im Boden haben wir diverse Bodenluken. Auf beiden Seiten, Backbord und Steuerbord, wie der Seemann so schön sagt. Ich öffne das mal. Der Kameramann fängt das dann gleich mal ein. Haben wir die sogenannten Lebendfischkästen, die mit Wasser geflutet werden können. Auch das für den Angler ein cooles Feature. Und das ist echt groß, da könnt ihr große Fische reinlegen. Das hat übrigens die 705 dann auch, das werden wir auch gleich sehen. Und so wird sich immer mehr die schwere Vergleichbarkeit wirklich dieser beiden Boote herausstellen. Was ein sehr cooles Feature ist, immer wieder auch bei anderen Booten, was ich immer gerne für unsere Lagerboote auch dazu bestelle, ist der Seitenklappsitz. Der ist total bequem. Wenn man jetzt hier sich noch den Cockpit-Tisch verbauen und das ist eine super Gelegenheit, um hier auch mal ein Picknick zu machen und ein Fischbrötchen zu essen oder so. Apropos Fischbrötchen, die Angelroutenhalter sind serienmäßig?
Ja, also auch da, wie bei allen anderen Quicksilverbooten, sind die beiden äußeren Angelrutenhalter auf beiden Seiten sind serienmäßig. Wir haben dann bei beiden Booten, das gucken wir uns bei der 725 auch noch gleich an, kommen wir runter mit deiner Kamera, an den Seitenwänden, an den Bordwänden Möglichkeiten, die Angelruten einzulegen und hier in den Löchern verschwinden zu lassen. Ja, zu guter Letzt machen wir noch mal einen Blick in die große Luke. Die wird beim Öffnen und beim Schließen unterstützt durch Gasdruckstoßdämpfer. Übrigens über jedem Quicksilverboot. Und hier unten drin haben wir dann den Cockpit-Tisch. Der Tank ist zu sehen, Batterien und noch eine Menge Stauraum für jegliches Gepäck. Bei beiden Booten haben wir übrigens den zweiten Steuerstand für unsere Kunden verbaut. Zweiter Steuerstand heißt Schaltung und Lenkung draußen im Cockpit. Das heißt also jeweils zweimal auf einem Boot. Das mag für viele etwas befremdlich ausschauen auf den ersten Blick, ist aber für die Angler ein total sinnvolles Tool und wird sehr häufig und sehr gerne geordert. Den muss ich umschalten? Ja, du kannst nicht vorne, also es ist kein Fahrschulboot-Style, sondern man muss innen drin aus der Kabine heraus umschalten, damit ich hier draußen Lenkung und Schaltung bedienen kann. Sehr cool. Ja, ist wirklich cool. Was haben wir da oben noch? Hier oben haben wir Lautsprecher. Ein bisschen Mucke, LED-Beleuchtung haben wir auf beiden Booten. Ja, Partystimmung beim Angeln. Also es ist ein cooles Freizeitboot. Also mir, wenn ich angeln würde, würde ich sofort kaufen. Ja, vielleicht angeln wir ja nochmal irgendwann. Nee, glaube ich nicht. Warum denn nicht? Nee. Ich bin ja ein Ungeduldsmensch und für Angeln braucht man, glaube ich, sehr viel Geduld. Der Zugang ins Boot geht über die Schiebetür, die verschließbare Schiebetür, durch eine kleine Stufe gehen wir in die Kabine rein und hier drin ergibt sich ein echt großartiges Raumgefühl. Also wir haben hier eine Höhe von, ich schätze jetzt mal 2,5 Meter, 2,10 Meter in etwa. Das Raumgefühl ist durch das viele Glas echt großzügig. Hier drin haben wir zwei Sitzplätze, zwei Pilotensitze mit Flip-Funktion. Das heißt, wir können die vorderen Polster nach oben schieben. Wir haben hier unten in der Kajüte, in der Kabine, noch die Möglichkeit, Polster zu verlegen. Wir haben noch die Möglichkeit, hier ein Füllpolster zu installieren, sodass sich das hier unter Umständen sogar zu einer kleinen Liegefläche benutzen lässt. Also würde ich sagen, es ist sogar so. Ja, und das wirklich 360 Grad Rundumsicht eigentlich. Ja, das ist super. Echt Riesenumsicht. Und Belüftung ist auch vorhanden. Links, rechts die Fenster zum Aufmachen. Oben die Dachluke zum Aufmachen. Innenbeleuchtung auch vorhanden. Ne? Alles da. Jawohl. Innenbeleuchtung, Lautsprecher, Mucke hören. Was haben wir jetzt hier im Cockpit? Hier unten haben wir auch wichtig, Ablagemöglichkeiten. Staufächer unter beiden Seiten. Wenn du mal hier unten rein gehst mit der Kamera, hier haben wir noch ein kleines, nennen wir es mal Bullauge. Mit kleinem Moskitonetz. Ja, kommen wir zum Steuerstand der 625. Das ist absolut Quicksilver-like. Jetzt schon echt mit einem hohen Wiedererkennungswert. In Gelcode dunkelgrau eingefärbt. Aus dem Grund, damit keine großen Reflexionen durch Sonneneinstrahlung kommen. Auf beiden Seiten haben wir die Smartcraft-Instrumente hier verbaut. Mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige. Hier unten drin ist der kleine Bordcomputer, der diverse Informationen oder sehr viele Informationen vom Motor abgibt, wie Verbräuche, Temperaturen, Reichweite und so weiter und so weiter. Wir können ja mal ein eigenes Video über die Instrumente machen. Ne? Das ist mal ein guter Hinweis. Ja. Das werden wir mal. Auch, den Kartenplotter, der ist ja heute auch so umfangreich, sag ich mal, dass das ja nicht in jedes Video passt. Ja, ich sage immer zu meinen Kunden bei Auslieferung, dass ich selbst diese Geräte vielleicht zu maximal 10-20% nutze, wenn ich mit unterwegs bin. Und der Rest eigentlich im Verborgenen schlummert, weil die Geräte mittlerweile so viel auf dem Kasten haben, dass man eigentlich gar nicht alles ausnutzt. Ja, dann haben wir hier unten diverse Schalter von Horn, Bilgenpumpen, Navigationsbeleuchtung, Scheibenwischer. Hier mittlerweile das allseits bekannte und herausragende Active Trim, das die Einstellung, den Kippwinkel des Motors übernimmt und somit das Boot über die GPS- und Drehzahlmessung immer die optimale Lage im Wasser hat. Also die Einstellung hier über die Wippe am Schalter fällt mit Active Trim weg. Das ist serienmäßig oder muss das? Das ist serienmäßig bei 6 Zylindern mittlerweile, die bei 175 PS beginnen. Bei den Vierzylindermodellen muss es noch hinzugeordnet werden. Mhm. Dann haben wir bei der 625 hier noch die Möglichkeit, das Lenkrad in
in der Höhe zu verstellen. Auch sehr cool. Das Boot ist eigentlich prädestiniert dafür, auch im Stehen zu fahren. Und wenn man es hochklappt, ist das total komfortabel. Ja, Schaltung. Und jetzt kommt der Hebel ins Spiel, wo ich die Möglichkeit habe, die Steuerung von hier drin nach draußen zu verstellen. Und das mache ich hier rüber. Alter Fischer. Alter Fischer. Alter Schwede. Ja. Jutti, haben wir noch was? Innenraumbeleuchtung haben wir gesagt. Innenraumbeleuchtung hat er. Hat er. Lautsprecher hat er auch. CO2. Hat er auch. Hat er auch. CO2-Melder selbstverständlich. Genau. Sicherheitsaspekte ganz wichtig. Viele fragen sich mal, warum muss denn hier ein Kohlenmonoxidwarner drin sein? Erklärung ist ganz einfach. Wenn hinten der Motor läuft und der Wind von hinten her bläst und die Abgase in die Kabine reinkommen, dann gibt es hier einen Warnton, dann fängt der Warner an zu piepsen. Ja, also total cooles Raumgefühl. Hier zu 625. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal rübergehen in die 705. Ja, Moment. Hast du noch Fragen? Das haben wir ja doch, dann klar. Und zwar, das ist ja ein Riesenunterschied, ne, zwischen den beiden Booten. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Oder wir gehen mal über auf die andere Seite vielleicht. Da haben wir es nämlich tatsächlich im Vergleich. Ja, von hier aus sieht man schon den wesentlichen Unterschied im äußeren Bereich der beiden Boote. Um nach vorne auf den Bug zu gelangen, muss ich bei der 625 oben den Gangbord nehmen. Das heißt, ich muss hier über eine Stufe aufsteigen und gehe dann nach vorne. Und das ist der echt große Vorteil der 705. Ich gehe ebenerdig im Boot bis fast nach vorne durch und habe erst im letzten Drittel vorne eine Stufe nach oben rauf. Das natürlich nicht nur komfortabel ist, sondern es hat auch echt einen Sicherheitsaspekt. Genau, hier jetzt auf den ruhigen Trailern geht es, aber wenn man auf ein rauer See ist, dann sieht das anders aus. Ne? Ich kann ja mal schütteln. Ja. Gut, dann gehen wir rüber. Gehen wir mal rüber. Ja, jetzt stehe ich in der 705 Pilot House und wie ihr seht, die Zugänge zum Boot sind schon mal wesentlich komfortabler. Ich kann über beide Seiten fast ebenerdig in das Boot eintreten. Hier hinten stehe ich vor dem Filetiertisch. Direkt vor mir habe ich noch einen Wasserkasten, der mit Wasser gefüllt werden kann. Verrückt. Ein Wasserkasten, der mit Wasser gefüllt werden kann. Gut aufgepasst. Und das Geile ist, was mit Wasser befüllt werden kann, kann auch wieder entleert werden. Das geht hier drüben nämlich auch. Ja. Also, Filetiertisch. Das ist, kann man vorstellen, das ist schon echt ein Feature. Wasserflaschenhalter. Wasserflaschenhalter. Welcher Angler trinkt denn Wasser? Ja. Alkoholfreies Bierflaschenhalter. Genau, ja. Das wollte ich sagen. Ja. Also das glaube ich so erstmal, das sticht sofort heraus optisch und ist glaube ich auch vom Nutzwert echt eine coole Sache. Angelroutenhalter sind jetzt hier vier. Sind die serienmäßig oder? Ja, die sind bei der 705 serienmäßig. Der hat schon zwei Angelroutenhalter mehr. Auch hier haben wir dann auf der Backbordseite, die in der 605 auf der Steuerbordseite befindlichen Angelroutenhalter in anderer Form, also nicht zum Reinschicken, sondern zum Reinlegen. Ein Blick hier hinten auf den Boden des Cockpits, identisch wie bei der 625, drei große Bodenluken mit Lehmfischkästen und einer großen Bodenklappe. Auch hier die Möglichkeit, noch einen Tisch zu installieren. Und auf der Heckseite haben wir einen Klappsitz, den wir bei der 625 Pilot House auf der Backbordseite haben. Den haben wir hier im Heck. Aber ansonsten, ich bin nochmal bei der Größe. Ich würde sogar fast sagen, dass die Cockpitgröße bei der 625 etwas geräumiger ist. Dadurch, dass der große Kasten hier im Heck ist, geht ein bisschen Platz verloren. Also rein optisch. Der Außensteuerstand ist hier auf der anderen Seite, auf der Backbordseite. Siehst du? Linken Seite. Du lernst dazu. Wunderbar. Du musst dich mehr mit mir aufhalten. So, ja genau, der ist auf der linken Seite. Funktionsmäßig ist das so ein bisschen typischer. In dem Sinne, dass ich wie in den meisten Booten zumindest links das Lenkrad, rechts die Schaltung habe. Aber das ist, denke ich, auch eine Gewohnheitsfrage. Ansonsten funktionsgleich wie natürlich im Cockpit. Umschalten tue ich von vorne nach hinten, also von innen nach außen, über diesen Schalter. Der ist bei der 705 außen, bei der 625 innen.
Ist jetzt aber, glaube ich, nicht so relevant für eine Kaufentscheidung. Wichtig ist, die Funktion ist da, ne? Ja. Ansonsten haben wir auch hier der Außenlautsprecher. Genau, auch hier gibt es Mucke draußen. Das ist super, ne? LED-Beleuchtung und hier gibt es noch die Möglichkeit, ein Sonnensegel zu installieren. Das ist schon mal vorbereitet. Das geht dann so etwa bis hier heraus, also dass mit einem nicht ganz so die Sonne auf den Kopf prallt. Ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ne? Auch hier Schiebetür, verschließbar. Natürlich, verschließbare Schiebetür, einflügelig. Hier muss man ein bisschen aufpassen, also das ist ein bisschen gewohnheitsbedürftig. Wir haben eine relativ tiefe Stufe, die noch mit einem Zwischentritt versehen ist, die aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu schmal ist, aber das geht. Gewöhnungssache hier. So, auch hier drin riesengroß. Also die Höhe ist, das ist wirklich beeindruckend. Oder liegt das vielleicht an meiner geringen Körpergröße? Naja, also ich sag mal, auch jemand, der 1,90 ist oder 1,95, hat hier wirklich keine Probleme, wenn er erstmal drin ist. Also Kabinenhöhe würde ich sagen, absolut identisch zu 6,25. Ja. Natürlich hier ist ein bisschen mehr Tiefe versehen. Ich habe hier noch ein Schränkchen drunter. Vor dem Beifahrersitz, ja, hier in der 705 haben wir noch den Kühlschrank. 52 Liter Inhalt mit Eisfach. Ja, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zur 625. Den haben wir dort nicht. Also die Möglichkeit haben wir auch gar nicht. Wollte ich gerade sagen, also es gibt auch nicht die Möglichkeit, den nachzurüsten. Diesen hier nicht, nein. Okay. Nein. Ja, die Bodenluken, immer noch Staufächer. Ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Standheizung verbaut, die hier im Platz findet. Ja, und ansonsten Ablagemöglichkeit. Ja. Also es ist eine Dieselheizung und das Bedienteil dafür ist hier an der Seite. Siehst du jetzt gerade nicht, aber ja, kannst gleich mal schwenken. Ja, und dann kann ich mir das hier schön mucklig drin machen, ne? Denn das habe ich auch gelernt. Angler fahren ja nicht im Sommer, sondern die fahren durchaus auch im Januar raus, um Dorsche zu angeln oder so. Und dann kann so eine Standheizung schon echt Sinn machen. Ganz großer Unterschied natürlich zu 625, dass wir in der Kabine der 705 noch eine Zusatzkabine haben, die wir einmal jetzt öffnen. Jetzt wird man sogar schon. Was machst du denn da drin? Sven? Beim Geschäft hier. Sogar ein Kurs war dabei. Ja, gutes Stichwort. Also, großer Unterschied. Sitzhöhe in der Kabine unten drin. Wir haben ein See-WC hier drin verbaut. Ja. Hier lässt sich natürlich auch noch ein Füllpolster installieren über dem Bett. Ja, danke, den Kodak. Füllpolster installieren. Also um sich hinzulegen, würde ich jetzt fast ein bisschen übertrieben halten. Aber naja, ich Kleidungswechsel, Toilette, das ist mehr als ein Toilettenraum. Ne? Also wenn wir den Raum mal vergleichen mit 755 Cruiser oder so, das ist schon ein großer Raum. Man sich wohlfühlen drin. Ja, na dann Sven, vielen Dank. Ja, mach mal fertig. Ja, mach's gut, ne? Ciao. Ja, also lass mir Ruhe fertig machen da. Genau, ich habe jetzt hier schon, also ich gucke jetzt hier durch kein Fenster, sondern nämlich durch eine dritte Tür sozusagen. Ne? Du schaust durch eine Tür, nämlich das ist auch eine tolle Option bei der 705, dass ich rechts und links zwei Schiebetüren habe. Um hier den Gangboard zu treten. Ja, und so kann ich sicher nach vorne. Ich habe hier einen hohen Griff, was eine hohe Sicherheit vermittelt. Das Freibord ist, also ich habe jetzt keinen Zollstock dabei, aber ich schätze mal, es ist irgendwo so um die 80, 90 Zentimeter hoch. Ja, vermittelt nicht nur Sicherheit, sondern es das ist Sicherheit. Sicherheit. Ja, Sicherheit, Komfort. Ja, ja. Das macht doch total Sinn beim Anlegen und so. Ne? Also auch wir, wie gesagt, Angler sind oftmals ja auch allein unterwegs. Das wissen wir von unseren Kunden und das gibt echt die Möglichkeit, sich hier echt gut bewegen zu können auf dem Boot. Ja, abschließend sitzen Sven und ich auf der 625 und auf der 705 Pilot House. Hier im Bugbereich, Sven, keine großen Unterschiede, oder? Bis auf Sitzpolster und die Breite um Frankfurt. Aber hier vorne sitzt man genauso gut drauf. Auf beiden Booten haben wir vorne den manuell zu öffnenden Ankerkasten. Navigationsbeleuchtung, ausreichend Klampen. Synchron! Ja, stundenlang geübt. Bekannt. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch die Alleinstellungsmerkmale beider Boote entsprechend rüberbringen, konnten euch eine Differenzierung aufzeigen.
Kaufentscheidung ist, glaube ich, schwierig. Auf jeden Fall. Beide Boote, ausgesprochen Top-Anglerboote. Tolle Optik, modern, funktionell. Ja, wenn ihr Fragen zu den Booten habt, ruft uns an, schreibt uns. Ansonsten vergesst nicht, uns zu liken auf Facebook, Instagram und abonniert uns gerne auf YouTube. Bis dahin, ciao.